Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Rasen dünge. Ich habe in den letzten Jahren etwas experimentiert, was das Düngen und auch den Dünger selbst angeht, und zu welchem Ergebnis ich gekommen bin, das erfahrt ihr jetzt. Wer einen schönen, dichten und saftig grünen Rasen haben möchte, der muss natürlich auch etwas dafür tun. Ein paar wichtige Punkte zum Thema Rasendünger hatte ich bereits in einem anderen Video erwähnt. Wer dieses verpasst haben sollte, denen verlinke ich es hier oben noch einmal. Wie ihr hier sehen könnt, hat mein Rasen über den Winter einige gelbe Stellen bekommen, was auf einen Stickstoffmangel hinweist. Leider habe ich es im letzten Jahr nicht mehr geschafft, den Herbstdünger aufzutragen, und das ist nun das Ergebnis davon. Wenn man sich über das Rasendüngen informieren möchte, stößt man auf die unterschiedlichsten Aussagen, was den Zeitpunkt, den Dünger und auch die Düngemenge angeht. Ich habe viel herumexperimentiert und muss sagen, dass ich inzwischen für mich persönlich ein tolles Ergebnis erzielen konnte. Was ich sehr früh herausgefunden habe, ist, dass es schon mal sehr entscheidend ist, den richtigen Dünger zu finden. Denn Dünger ist nicht gleich Dünger. Ich habe in den letzten Jahren organischen und mineralischen Dünger getestet, aber auch organisch und mineralisch gemischten Dünger. Für mich persönlich habe ich die besten Ergebnisse mit einem mineralischen Langzeitdünger erzielt. Dieser wirkt im Vergleich zu organischem Dünger sehr schnell und versorgt das Gras sofort mit den benötigten Nährstoffen. Ich verwende aktuell einen NPK-Dünger. Das N steht für Stickstoff, was sehr wichtig für das Graswachstum ist. Das P steht für Phosphor, was zur Ausbildung der Wurzeln verantwortlich ist. Und das K steht für Kalium, was dafür sorgt, dass der Rasen besser mit dem Wasser haushalten kann und somit das Gras bei Hitze und Kälte widerstandsfähiger macht. Wichtig ist, dass der Rasen regelmäßig und gleichmäßig gedüngt wird. Für die Verteilung des Düngers gibt es mehrere Möglichkeiten. Drei davon stelle ich euch jetzt hier einmal vor. Gedüngt werden kann ganz einfach per Hand. Das empfehle ich allerdings nicht, da hier die Verteilung des Düngers sehr unregelmäßig ist. Eine weitere Option wäre die Verteilung über einen Streuwagen, wobei hier die Gefahr einer Überdüngung besteht, wenn man die Bahnen überlappend fährt. Hier entstehen dann unschöne Streifen im Rasen. Eine weitere Möglichkeit ist ein Schleuderstreuer, mit dem ich aus meiner Sicht die besten Ergebnisse erzielt habe. Da ich mir diesen nur einmal ausgeliehen habe und selbst leider noch nicht im Besitz eines solchen bin, zeige ich euch in diesem Video das Düngen mit einem Streuwagen. Wer sich über die Geräte einmal genauer informieren möchte, denen packe ich die jeweiligen Links unten in die Videobeschreibung hinein. Der Rasen benötigt zu unterschiedlichen Jahreszeiten auch unterschiedliche Nährstoffe. Im Frühjahr verwende ich einen Dünger mit einem Verhältnis 2 zu 1 oder auch 3 zu 1 Stickstoff zu Kalium, um den Rasen einen Wachstumsschub zu verleihen. Im Sommer benötigt der Rasen etwas mehr Kalium, um widerstandsfähiger zu werden. Hier verwende ich einen Dünger im Verhältnis 1 zu 1. Und im Herbst verwende ich einen Dünger im Verhältnis 1 zu 2 oder sogar 1 zu 3. Viele fragen sich aber nun, wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Rasen zu düngen? Für die Düngung im Frühjahr kann man grob März bis April anpeilen. Ich selbst dünge aber ab einer Temperatursumme von 150 Grad Celsius. Dafür zähle ich ab Januar alle Plustemperaturen zusammen. Und wenn in Summe 150 Grad Celsius erreicht sind, dann dünge ich meinen Rasen.
Die zweite Düngung erfolgt dann im Juni bzw. Juli ab einer Temperatur von ca. 25 Grad Celsius und die Herbstdüngung dann bei einer Bodentemperatur von ca. 10 Grad Celsius. Wie ihr seht, kann man also nicht pauschal einen Monat vorgeben, sondern man sollte hier auch etwas auf die Temperaturen achten. So, wie bereits erwähnt, werde ich nun den Rasendünger über einen Streuwagen verteilen. Achtet hier bei der Menge pro Quadratmeter auf die Herstellerangaben auf eurer Verpackung des Düngers, den ihr verwendet. Auf den meisten Streuwagen ist auch eine Streuguttabelle angegeben, damit ihr den Wagen bzw. die Menge, welche verteilt werden soll, korrekt einstellen könnt. Ich verwende hier einen Granulat-Langzeitdünger. Umso kleiner die Kügelchen sind, umso besser und gleichmäßiger erfolgt die Verteilung. So, jetzt fülle ich den Dünger in den Streuwagen hinein und dann kann es losgehen. Was ich euch noch als Tipp mitgeben möchte: Düngt nicht an einem sonnigen Tag, sondern sucht euch lieber einen bedeckten Tag aus und mäht zuvor nochmal euren Rasen. Bei uns ist für heute Abend Regen vorhergesagt, daher kann ich mir im Anschluss das Wässern sparen. Ansonsten, falls es bei euch nicht regnen sollte, solltet ihr auf jeden Fall den Dünger gut einwässern. Damit ich die Bahnen nicht überlappend fahre, habe ich mir vorab kleine Markierungen gesteckt. Damit soll möglichst die Streifenbildung im Rasen verhindert werden. Ich werde jetzt meine komplette Rasenfläche mit der Kreuzmethode abfahren. Das bedeutet einmal längs und einmal quer. So, ich bin nun meinen kompletten Rasen einmal abgefahren und wenn wir uns das Ergebnis jetzt einmal anschauen, dann sollte sich der Dünger schön gleichmäßig auf dem Boden verteilt haben. Wie vorhergesagt, haben uns nun dicke Regenwolken erreicht. Der kräftige Regen übernimmt nun den Rest und bringt die Nährstoffe in den Boden. Wie mein Rasen nach ein paar Wochen aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, hier könnt ihr nun das Ergebnis sehen. Mein Rasen ist wieder richtig schön dicht und saftig grün geworden. Sollte bei euch der Dünger nicht so gut gewirkt haben, dann solltet ihr vielleicht mal den pH-Wert eures Bodens überprüfen. Gegebenenfalls ist hier eine Kalkung eures Rasens erforderlich. Zu diesem Thema habe ich bereits ein Video erstellt. Wen es interessiert, denen verlinke ich das Video einmal hier oben in der Ecke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos meinen Kanal und schreibt auch gern mal in die Kommentare hinein, wie ihr so euren Rasen düngt bzw. welche Erfahrungen ihr bislang gesammelt habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.